jetzt beginnt das, wovor ich mich eigentlich die ganze Zeit in Anführungsstrichen gefürchtet habe. Anstiege. Ich bin jetzt gerade bei 8 km/h und habe eine 5%ige Steigung. Sonne von rechts und Feld rechts und links. Und ohne Scheiß, es ist wirklich ein Running Gag meiner Blase. Ich muss schon wieder pinkeln. Keine Ahnung. Also entweder ist der Kaffee, den ich heute früh oder heute Vormittag bekommen habe, der Indikator, dass ich gefühlt alle 3 bis 5 Kilometer pinkeln muss. Oder Nase, Brille hochschieben. Oder das ist, weil ich jetzt mittlerweile schon über 3,5 Liter Wasser getrunken habe. Auf jeden Fall scheine ich noch nicht so K.O. zu sein. Denn ich kann ja nebenbei labern. Ich frage mich, was das wird, wenn ich das Kyffhäuser-Denkmal mit dem Fahrrad bezwinge. Wahrscheinlich werden mir bergauf viele mit dem E-Bike entgegenkommen. Und wahrscheinlich viele Rennradfahrer. Weil die bumsen sich ja auch selber richtig hart. Oh, und es geht übers Feld. Mitten in der Sonne. Und die Sonne ist gerade am Untergehen. Aber da hinten kommen Wolken. Vielleicht habe ich Glück, kriege ein bisschen Schatten im Nacken. Aber das prallert ganz schön. Meine aktuelle größte Sorge ist, dass ich einen Sonnenstich bekomme und morgen Kopfschmerzen habe. Und da habe ich so gar keinen Bock drauf. Hinter mir ist ein kleiner Junge, der versucht mich einzuholen. Aber kann er machen. Weil ich habe noch ein Stückchen vor mir. Ich muss mir meine Energie noch einteilen. Ja. Ich weiß nicht, ging es euch auch mal so? Oder sogar schlimmer? Also das Krasseste an Anstiegen seit Beginn der Radtouren oder meiner Radtouren, die ich mache, am Anfang war das Sachsen drüben, nicht Sächsische Schweiz, Sachsen wirklich, über Chemnitz nach Pirna. Da waren echt heftige Hügel dabei. Da war ich aber in Anführungsstrichen, oder nicht in Anführungsstrichen, da war ich noch untrainiert. Und ansonsten so Just for Fun Touren, Inselsberg, hammerhart. Und dann aber halt in Bad Tabatz hochwärts die Straße. Ich weiß nicht, wie viel Steigung das ist. Es ist auf jeden Fall brutal. Ich auch irgendwie gefühlt mit 3 km/h. Jetzt geht es wieder ein bisschen ebener. Aber die Sonne tut ihr Übriges. Ich weiß nicht, ob ich heute noch die 100 voll kriege. Ich bin jetzt irgendwas bei 75. Ich bin also nicht viel vorangekommen, 15 Kilometer seit dem letzten Video, glaube ich, oder vorletzten. Ja, mal gucken, wie vorhin schon erwähnt, wie weit mich meine Energiereserve und meine Kräfte tragen. Und vor allem meine Motivation. Aber jetzt fängt mich langsam an, wieder mein Gehirn zu sagen, ach komm, scheiß drauf. Kyffhäuser Denkmal machst du nicht, fährst einfach heim. Kannst du jetzt hier kurz vor Göttingen, bist einfach um, bin ich heute Abend oder morgen früh, bin ich dann zu Hause. Aber irgendwie habe ich dann auch noch im Hinterkopf eine Verpflichtung euch gegenüber,
weil ich es halt immer angesagt habe. Und ich denke mir dann immer, es gibt viel zu viele Menschen, die einfach nur quatschen, die einfach nur labern. Ich bin oft auch so einer, ich rede viel und ziehe dann aber nicht durch. Das war letztens auch so der Fall, wo zwei Freundinnen mit dem Gravelbike, ich mit dem Mountainbike hier, mit der Hitsche, nach Berlin für eine Tagestour machen wollten. Es wären irgendwas bei 300 Kilometer gewesen. Und ich musste halt Zeltzeug mitnehmen, weil ich halt wieder finanziell nicht gut aufgestellt bin, war, werde, sein werde. Und hatte dann dementsprechend ein bisschen mehr Gepäck dabei. War auch eigene Dummheit, weil die eine hat gemeint, jo, wenn du Sachen hast, die nach Berlin müssen, sag mir Bescheid. Ich habe einen Kumpel, der fährt hoch und nimmt das mit. Hätte ich vielleicht mal annehmen sollen. Ich war halt wieder, weiß nicht. Da bin ich sehr eigensinnig in dem Sinne. Und na, auf jeden Fall losgefahren und in Lutherstadt Wittenberg war dann bei mir Feierabend. Weil wir sind halt wirklich, die sind fast mit einem 20er Schnitt durchgeballert und ich bin einfach nicht hinterhergekommen. Mussten immer auf mich warten, vor allem wenn es Anstiege gab. Ich kann es jetzt natürlich auf alle möglichen Sachen schieben. Ich kann sagen, ja, ich habe Mountainbike-Reifen drauf, Schläuche, Reifen, Mäntel. Mein Fahrrad ist schwerer, meine Gangschaltung ist im Arsch, ich bin untrainiert. Keine Ahnung. Aber ich kann auch einfach sagen, ich habe es nicht geschafft. Und die sind dann halt noch bis Berlin weiter und waren dann irgendwie, ich glaube 15 Stunden, 15, warte mal, um 5 sind wir los. 10 Stunden haben wir bis Lutherstadt gebraucht, plus ich glaube 2,5 Stunden Pause, also 12,5 Stunden. Und die waren irgendwann um 12:30 waren die in Berlin. Ich muss mal einen kurzen Cut machen, weil hier schon wieder eine Kreuzung ist. Ich bin gleich wieder am Schlüssel.